Yo, Freunde, was geht ab? Ich habe mir einen Panzer gekauft. Russian T-72, Maßstab 1 zu 16, von der Marke Heng Long, geeignet ab 14 plus. Gekostet hat er so 250 Euro. Sieht aus, als wenn er geländetauglich wäre. Ansonsten hat er eine Rauchfunktion, eine Schussfunktion, Licht hat er wohl auch. Das Panzerrohr lässt sich nach oben und unten bewegen. Und dann hat er noch realistischen Sound. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Packen wir ihn aus! Im Lieferempfang enthalten ist ein 1800 mAh Akku, ein paar 6 mm Softwarekugeln, ein Ladegerät für den Akku, eine Funke, die Flüssigkeit, um den Rauch zu erzeugen, ein bisschen Zubehör, welches man an den Panzer basteln kann. So ein kleines schwarzes Teil hier. Aktuell weiß ich nicht, für was das da ist. Hier noch etwas Zubehör, eine Anleitung und sogar eine Zielscheibe. Ja, und natürlich der Panzer. Ah, okay, dieses kleine Teil ist ein Infrarotempfänger. Der wird hier angeschlossen. Der ist magnetisch und dann wird er hier vorne einfach platziert. Die Antenne wird dann hier drauf gesteckt. Die Softwarekugeln, die Munition, die wird auch hier in diese Luke gefüllt. Das Rauchöl, das wird dann hier in dieses Loch eingefüllt, aber da ist ab Werk etwas drin, muss ich jetzt nicht machen. Solange der Akku auflädt, werde ich jetzt noch ein paar Teile da dran bauen. Hört ihr das? Warpath! Meine Allianz braucht mich! Ich ziehe in die Schlacht! Warpath ist ein Militär-Echtzeitstrategie-Mobile-Game. Man zieht als Kommandant in die Schlacht und lernt beim Spielen etwas über unsere Militärgeschichte. Dabei sammelt man Tonnen von Ausrüstung und verfügt über mehr als 100 realistische Armeeeinheiten, die man auch noch individuell anpassen kann. Schau dir das an! Man kann seinen eigenen Panzer zusammensetzen, alle Einzelteile sind frei wählbar. Turm drauf, paar Raketen, es geht sogar so weit, dass man sich einen Propeller und einen Schiffsrumpf dran bauen kann, dann schwimmt der Panzer übers Wasser ans Land. Für den Kampf kann man zwischen mehr als 10 verschiedenen Offizieren wählen. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten. Sergeant Spanner ist ein erfahrener Ingenieur, der im Ersten Weltkrieg diente. Er repariert eure Panzer schneller und außerdem werden sie durch ihn widerstandsfähiger. In Warpath kommt man in Berührung mit realen historischen Handlungen, denn man spielt auf Landschaften, die für echte Schlachten bekannt sind, wie zum Beispiel Operation Neptun in der Normandie. Mir gefällt das sehr, dass man etwas über die Geschichte lernt und außerdem gefällt mir die Vielzahl an Möglichkeiten, die man durch das Strategie-Update hat, um seine eigene Strategie zu entwickeln. Es kann jetzt jede Einheit einzeln zugewiesen werden. Gib ihnen einen oder mehrere Befehle, halte zum Beispiel deine Truppen zurück und bei Bedarf verstärkst du deine eigene Stellung, fängst gegnerische Kräfte ab oder führst einen Gegenangriff durch. Du kannst auch die Umgebungsbedingungen strategisch für dich nutzen und Blockaden errichten. Finde dann die Schwachstelle deines Feindes heraus und bombardiere die Ölfässer, um ihn zu besiegen. Kämpfe mit anderen Spielern auf der ganzen Welt, bilde deine eigene Allianz oder ergreife deine Chance, trete meiner Kompanie bei und lade dir Warpath über den ersten Link in der Beschreibung herunter. Mit dem Download unterstützt du meinen Kanal und ermöglichst dadurch weiterhin, dass ich so viele RC-Sachen testen kann. Also auf dein Kommando, echtes Kriegsspiel, Warpath, jetzt spielen! Sergeant Spanner steht zu ihren Diensten und baut den Panzer jetzt auf. Die Teile, die kann man hier einfach rausbrechen. Das sind jetzt zum Beispiel diese Deckel für die Räder hier. Maschinengewehr mache ich auch drauf. Das ist ganz cool. Kommt hier rein, zack. Hier hinten noch ein paar Fässer. Das Ding da dran. Zack. An die Seite auch noch so ein Teil.
jetzt sieht er doch gar nicht mehr so nackt aus. Und so kann man doch schon in die Schlacht ziehen, oder was meint ihr? Juhu, der Akku ist endlich voll. Hat ganz schön lange gedauert. In die Funke kommen übrigens 6 Batterien rein. Und hier hinten schaltet man den Panzer ein. Die Scheinwerfer, die blinken schon, aber er ist noch nicht an. Um ihn dann komplett einzuschalten, muss man hier diese Taste drücken und dann passiert Folgendes. Den Rauch, den können wir auch hier ausmachen. Ansonsten beim Sound gibt es auch verschiedene Lautstärken. Ich klicke hier mal ganz schnell durch. Das geht schon wirklich verdammt laut. Ja, und auf dem linken Stick kann man den Ton bewegen. Und auf dem rechten Stick kann man dann fahren. Wenn der Sound an ist, kann man hier oben noch diese Taste drücken. Maschinengewehr. Und schießen kann man auf der rechten Seite auf der Taste dann. Ich stelle mal die Zielscheibe auf und dann versuchen wir das Ding mal abzuschießen. Wow. Volltreffer, aber ist natürlich nicht so stark. Also man sieht hier einfach nur eine kleine Delle, das war's. Gucken wir nochmal, wie weit der schießt. Let's go. Bam. Oh. Dadurch, dass ich das Rohr so steil nach oben gerichtet habe, habe ich einfach hier dagegen geschossen. Hätte ich nicht gedacht, aber der schießt schon recht weit. Okay, wir gehen raus, machen erstmal einen kleinen Geländetest und gucken, was der so alles kann. Ich muss schon sagen, mit Soundeffekten, Qualm und so macht schon Bock damit zu fahren. Es kommen echte Panzergefühle hoch. Schotterstraße ist kein Problem. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr ins Gelände, da vorne hin. Und dann gucken wir mal, wie er sich da so schlägt. Hier rechts wird es ein bisschen hügelig. Naja, ich bin mal gespannt. Ich fahre mal langsam los. Sieht richtig schön aus, das gefällt mir. Da kommen die ersten Hügel, zack. Ein paar größere Steine sind da hinten noch. Umdrehen kein Problem. Sieht schon richtig schön aus. Ah. Ich hab gedacht, er hat sich verfangen, aber nein. Die Äste da, das gefällt ihm nicht so sehr, ne?
Oh oh. Irgendwas blockiert da die Kette. Da muss irgendwo ein Stein drin hängen oder sowas. Anders kann ich mir das nicht erklären. Na, ist da ein bisschen matschig. Aber ansonsten kann ich da eigentlich nichts erkennen. Oh oh. Oh oh. Ja, ich würde sagen, für so ein Schottergelände wie hier ist er nicht ganz so gut geeignet. Ihr habt es gehört, irgendwie verfängt sich da ab und zu mal was. Und dann läuft das nicht mehr so flüssig, dann hat er das und hängt. Ja, echt schade. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Der ist nicht so geländegängig, wie ich mir das gewünscht habe. Ansonsten, fahren auf der Straße ist in Ordnung, auf glattem Boden. Sound ist geil, Smoke ist geil, also der Rauch. Schießen ist auch damit geil, die Geräusche. Das macht eigentlich Spaß, aber er ist einfach nicht geländegängig. Bei so einem Panzer wünsche ich mir schon, dass er geländegängig ist. Deswegen echt schade. Das nimmt mir einfach so den Spaß. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten war's das für heute. Peace.